Komplettoptimierung kostenlos mit Bing. Darüber bin ich gestern zufällig gestolpert. Ich benutze Bing als Optimierung eigentlich nicht so dermaßen, aber das ein oder andere Mal gucke ich trotzdem manchmal in Bing Webmaster rein. Und ist mir gestern was ganz Interessantes aufgefallen. Und zwar hat Bing seit neuestem, vielleicht auch schon seit ein bisschen länger, aber es ist auch noch in der Beta-Version, ein SEO-Bericht. Hier sind wir jetzt mal bei Webshop-Hilfe beim Webmaster drin. Und da ist mir zwar aufgefallen, dass Bing mittlerweile im Gegensatz zu Google auch On-Page-Optimierung anbietet. Zwar jetzt nicht so ausführlich wie jetzt andere Tools wie Riot oder Systrix oder Sovi, aber für den normalen User reicht das völlig aus. Dass man auf den ersten Blick quasi hier sieht, ob die Beschreibung zu kurz ist, ob es mehrere H1 oder H2 gibt oder Titel zu lang ist. Und wenn ich mal das so angucke, sieht es eigentlich halt relativ gut aus, dass die H1 öfters vorkommt, das weiß ich. Das ist auch so gewollt. Dazu bietet noch Bing noch ganz andere Sachen drin, die gibt es aber jetzt schon ein bisschen länger, aber ich nutze es jetzt gleich einfach dazu, weil sich das jetzt gerade ergibt. Da gibt es noch die Schlüsselwortrecherche. Normalerweise benutzen wir sowas wie Keyword Planer von Google oder andere Tools dergleichen, um was rauszufinden. Aber was geben wir denn hier mal ein? Online-Shops. Jetzt habe ich hier die Feststelltaste drin. Online-Marketing. Lass uns einfach mal suchen. Theoretisch sollten jetzt hier noch welche, also gestern, wo ich das ausprobiert habe, wurden hier noch ein paar Schlüsselwörter weiter angezeigt. Heute hat es anscheinend irgendwie eine Macke. Macht aber auch nichts. Dann gibt es noch so wie den SEO-Analysator. Da kann man dann hier einfach die URL eingeben. Und dann zeigt er dir die einzelnen Seiten, also kannst dir die einzelne URL jeweils eingeben und was an der einzelnen Seite noch optimiert werden kann. Diese Optimierung gilt ja natürlich nicht nur für Bing, sondern auch gleichzeitig auch für Google. Also die tun sich jetzt nichts Großartiges, was die Suchenergie angeht. Natürlich ist Google da wesentlich ausgereifter und hat mehr Zugriffe und Bing optimiert man eigentlich jetzt nicht so drauf. Deswegen benutze ich das auch nicht so häufig, aber zum kurzfristigen Optimieren und dafür, dass es ja kostenlos ist, dieses Bing Webmaster, ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und wenn man es dann halt etwas genauer sehen möchte, kann man einfach im Quellcode reingehen bei Seitenquell und dann wird er das auch dann direkt nochmal als separat farblich markiert. Also ziemlich gut. Also schaut euch das einfach mal etwas genauer an beim Bing Webmaster. Es ist kostenlos. Einfach registrieren, Webseite hinterlegen, ein Thema durch und dadurch kann man ein bisschen was optimieren. Ich werde die nächsten Tage jetzt mal öfters mal zwischendurch mal ein bisschen genauer probieren. Hab vor 1, 2 Jahren schon mal genauer nachgeguckt. Hat mir auch schon relativ gut geholfen, deswegen. Aber für alle, die das noch nicht wissen und wie ich jetzt auch gestern darüber gestolpert sind, probiert es einfach mal aus. Bis bald, Micha.